Hi Anon, das ist nur ein ganz kurzer Clip für dich. Wenn man sieht, wenn man Get to Work hat an die Arbeit, dann können die Sims ihr Baby im Krankenhaus bekommen. So, das hier ist Hazel. Und da ist das Baby drin. Und sie kann sich jetzt am Empfang anmelden. Übrigens, in diesem Krankenhaus arbeitet auch Margaret. So, und sie meldet sich da jetzt mal an. Dass So, sie das Baby Maria, bekommt. naja, Julia. Ah, Rokifta. Und Ja, Owen, ihr Mann, ist nicht. natürlich gleich mitgekommen. Das Und war er so findet schön dekoriert. genial, wenn Die hatten das gerade noch ein war. heißes Ding. Ich schwöre. Genau. Damit einfach Wer klar hat ist, hier Baby kommt bitte jetzt. Das Ultraschall sagt, es könnte ein Mädchen werden. Nein, wir gehen jetzt bestimmt geklingelt? nicht zur Ritternacht. Kay Wes. Was kann sie denn Jobe jetzt noch machen? An Empfang anmelden. Hallo, Herr Brandenburg. Kann er sich da anmelden? Oberoi, Fleumer Oberoi. Sie hat ja gerade schon mit ihm gesprochen. Hat sie sich etwa schon angemeldet? Da, oh, das ist das Deckbeld, Zeichen, dass sie hola. jetzt Patientin Chill ist. my Phoebes. Wie Okay. gesagt, close the door. Ah. Das klang wie Close the Door. So, dann laufen wir einfach mal hinterher. So, du gehst mal schnell hier hingehen. So, ach, guck mal, wer da ist. Aber sie ist doch noch nur Krankenschwester, dachte ich. Oh, sie ist schon Ärztin geworden? Dann wurde sie befördert, während ich sie nicht gespielt habe. So, okay. Das ist diese schicke Maschine, in die man rein muss, um ein Baby zu bekommen. Ja, also bei den Sims ist das alles ein bisschen anders. So. Und sie. Und die Maschine, ups, geht jetzt rein und holt alles Mögliche raus. Ein Apfel, ein Herz. Ich gehe mal näher ran. Sag mal, warum kommst denn du nicht? Vor elterlicher Panik. So, da. Margaret ganz in ihrem Element als Ärztin. Ist ja witzig. Ich hatte nämlich noch anklicken können, wen ich alles mitnehmen möchte. Ich habe natürlich ihn mitgenommen als ihren Ehemann. Und sie war auch verfügbar. Aber das Gute ist, sie ist ja schon hier. Der hat jetzt so oft Panik oder was? Also, ich kann jetzt nicht gucken, was er macht. Ich finde es viel spannender, immer zu gucken, wie hier die Babys kommen. Es ist ein Mädchen. Und ich hatte gedacht, vielleicht irgendwas mit A. Amanda. Amanda. Das passt zu Owen und Hazel. Amanda, finde ich. Deswegen fertig. Glückwunsch. Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Es gibt eine Geburtsurkunde. Das wusste ich jetzt noch nicht. Das kann natürlich auch zu einem der Mods gehören, die ich habe. Okay, so, warte, Pause. Jetzt machen wir mal das Ding wieder runter, damit wir hier überhaupt was sehen. Wo ist denn das Baby? Das ist nicht hier drin und das ist nicht da drin. Da ist es doch, aber wo ist es denn? So. Wo ist denn mein Baby? Normalerweise liegt es hier drin und wird dann in eine Wiege gelegt. Ach, zu Hause. Dann liegt es wahrscheinlich jetzt zu Hause in der Wiege. Und gucken auch mal nach der Geburtsurkunde. Weil das war mir neu. Das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, dass es das gibt. Oh, ich bin ein bisschen müde, tut mir leid. Es ist nach 9 und du sitzt wahrscheinlich gerade noch im Flugzeug. Guck dir jetzt sogar noch ihren Kittel an. Jetzt gehen wir mal gucken, ob das Baby im Kinderzimmer ist. Die hat übrigens eine fette Babyparty geschmissen. Das ist ein Mod, den ich runtergeladen habe. Und weil der so super war, haben sie ihr die komplette Ausstattung. Also das Regal war da dabei, der Sessel, die Wiege habe ich geschenkt gekriegt, dieses Einhorn und noch ein Regal. Das hängt da.
diese Wolke über ihr. So, komm, und wir gucken uns das Baby mal an. Die sehen alle gleich aus, also nichts Neues. Aber du gehst jetzt mal hier. Man kann leider gar nicht so viel mit denen machen. Reden, liebkosen, füttern, an Brust nehmen. So, und du kommst auch einfach mal hier hin. Und wir suchen jetzt die Geburtsurkunde. Er hat die Fotos. Sie hat eine Geburtsurkunde. Authentische Geburtsurkunde. Ein wichtiges Dokument, das die Geburt eines Kindes beurkundet. Auf dem in einem funktionalen Rahmen gefassten Dokument sind das Geburtsdatum, der Ort und der Geburtshelfer angegeben. Ein wichtiges Beweismaterial dafür, dass du ein Sim bist. Das ist ja süß. Also, warte, nein. Wir hängen das hier direkt mit hin. Und das ist das Ultraschallbild. Das ist, gehört zu diesem Mod mit der Babyparty. Also von der Macherin ist das auch. So. Das war schon. Das wollte ich dir nur kurz zeigen. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich fand das jetzt ganz süß. Ich fand es nur ein bisschen merkwürdig, dass sie das Kind da nicht gesehen hat im Krankenhaus. Vielleicht lag es daran, dass es nicht das Originalkrankenhaus ist, sondern ein runtergeladenes. Okay.